Faszinierende an diesen drei Opern von Krenek ist, dass sie eigentlich ganz verschieden sind und dennoch in dieser Frankfurter Produktion einen Bogen spannen. Man folgt einem Diktator, der im ersten Stück auf der Höhe seiner Macht ist, seiner erotischen Präsenz und Kraft. Und ganz am Ende ist er ein gebrochener König, der im Wald sich zum König der Ameisen aufschwingt. Hauptsache, er hat jemanden zu regieren. Und das ist ein großes Faszinosum, diesen Rise and Fall dieser Persönlichkeit mitzuverfolgen und dennoch durch diese drei unterschiedlichen musikalischen Welten zu gehen. Die Konzeption geht im Grunde von einer sehr konkreten Situation immer mehr zu was Durchgedrehtem und dann am Ende zu etwas sehr Apokalyptischem. Also vom Beton zum Wald. Der Narr ist im Original eigentlich nur im dritten Stück. Und da wir ja in Frankfurt versuchen, diese drei Stücke zu verbinden, haben wir ihnen alle drei Stücke eingebaut als souveränen Beobachter, der weiß, wie die Sache laufen wird, der aber nicht eingreift, der sozusagen gleichgültig vermittelnd zum Publikum sagt, so, das ist der Lauf der Dinge. Die Rolle des Narren ist insofern reizvoll, weil der Narr alle Narrenfreiheit auf der Bühne hat. Was will man sich mehr wünschen? Der Narr darf kommentieren, er darf spöttisch sein und hat gesunden Abstand zu dem ganzen Geschehen. Eine sehr schöne Rolle. Die Stücke haben miteinander zu tun. Inhaltlich. Krenek hat sie erst als eigenständige Einakter geschrieben, war sich aber infolge seines Werks durchaus bewusst und hat es auch so formuliert, dass inhaltlich ein Zusammenhang besteht. Insofern, dass es um Macht geht. Um Macht eines Diktators in dem ersten Einakter, um die vielleicht Muskelmacht oder Kraft eines Boxers im Schwergewicht in dem zweiten Einakter. Und um die Macht des Königs im Geheimen Königreich im dritten Stück. Und das will der Abend in Frankfurt verbinden, inhaltlich. Die musikalische Sprache von Krenek kann man vielleicht so charakterisieren, dass er die Zeitmusik, das heißt die Musik, die ihn umgeben hat, in seine Opernmusik integriert. Das bezieht sich sowohl auf Jazzformen als auch auf den Sound der Großstadt. Und das war eigentlich damals neu. Die Herausforderung ist sicherlich, den Stilmix dieser drei Stücke genau zu treffen und schnell umzuschalten vom Diktator in die Welt des Schwergewichts, das ist sozusagen die Welt von Max Schmeling, und nachher in die märchenhafte Welt aus der Gebrüder Grimm. Okay.
Leute, die zum ersten Mal in die Oper kommen, werden sicher angesteckt werden von dieser Farbigkeit, von diesem Drive, der da in der Oper drin ist. Krennic ist für mich eine sehr, sehr spielerische Natur und das finde ich ganz toll, weil er möchte damit die Welt nicht erklären, sondern er möchte wirklich ein kommunikatives Stück schaffen, was die Leute hoffentlich unterhält und fasziniert, aber trotzdem mit einem scharfen politischen Kern. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache.